Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Letztes Mal hat es ja mal wieder nicht so ganz gut geklappt und ich würde einfach sagen, wir legen direkt los. Wir müssen schnell viel Geld anscheffeln. Das ist zumindest das Fazit von letztem Mal. Und ich habe gesehen, da gehen auch ordentlich viele Güter. Deswegen nehme ich auch mal gleich noch so ein Teil. Und ich nehme einfach gleich alles mit hier. Das klappt. Aber das hier klappt nicht. Dann bleibt mal ganz kurz stehen. Das war ein normaler Bus. Mal sehen, ob Dingenburg-Gest funktioniert für den Bus. Das funktioniert auch. Perfekt. Dann nehmen wir hier noch Le Mans Bourgeois. Ihr seht schon, ich fange das hier alles deutlich schneller an, weil ich habe keine Lust, dass es jetzt nochmal nichts wird. Von dem her gebe ich gleich von Anfang an alles Geld, was ich habe, gebe ich gleich aus. Einfach nur, um so schnell wie möglich hier voranzukommen. Ja, also die Frage, woran hat es hier gelegen? Ich habe keine Ahnung, woran es hier liegen hat. Wir haben einfach nicht genug Geld bekommen. Deswegen mache ich jetzt, wie gesagt, ich gebe einfach Vollgas. Und hoffe, dass damit das Geld noch entsprechend schnell steigt. Habe ich hier auch beides gesetzt? Ich kann mich jetzt schon immer an meine eigenen Fahrzeuge erinnern. Ja, es muss ja. Ah ja, stimmt. Fahrzeuge verbessern ist was, was wir letztes Mal auch überhaupt nicht gemacht haben. Mal sehen, vielleicht wird es ja dieses Mal etwas. Dion 3. Da ist hier so ein Bus drauf. Und ich kann gleich noch sowas machen. Komm hier, Mercedes. No, bye. Das würde ich nachher... Ja, ich kann ja anfangen mit dem Bus und nachher eine Bahnstrecke drauf bauen. Bis wir da Bahn haben, dauert es ja eh... Ewig schon 3 Tage. Das klappt. Ich werde auch versuchen, auch deutlich schneller in andere Länder zu expandieren, weil Frankreich ist ein bisschen knapp. Und wir haben ja letztes Mal gesehen, hier war komplett Europa eingenommen von Digifox und Transitalia. Also, ja, mal sehen. Ich weiß halt echt nicht, ob hier das Ticketpreis anpassen. Ob das so viel bringt. Ich habe jetzt 2 Dollar mehr, aber dadurch 4 Leute weniger. Und das ist deutlich mehr Verlust, als wenn ich es einfach sein lasse. Naja. Wir versuchen es mit einem größeren Bus. Der größere Bus wird aber auch deutlich teurer. Oder auch nicht. Jetzt fangen sie an, hier unzufrieden zu werden. Komm, wir sind hier netter Chef 3.5. Jawoll! Umleitung für die Strecke Calais-Paris geht dann über Brüssel, Lüttich, Luxemburg, Troyes, Bourges, Le Mans zurück nach Paris. Kannst du wohl vergessen. Ja, dann macht ihr da halt ein paar Tage miese. Ist jetzt halt so, kann ich auch nicht machen. Auch nichts machen. Alter, du willst mich doch verarschen. Wie lange ist hier jetzt zu? 9 Tage. Geht ja grandios los. Dann hier einmal Belgien. Guck mal hier, das ist doch gut. Erste Klasse und zweite Klasse. Naja, ich meine, wenn der Bus voll wird, dann soll er halt. Ansonsten, ja, bis auf dieses komische Ding, da funktioniert eigentlich alles. Wie sieht's aus mit Lüttich? Lüttich. Stuttgart, na gut, Brüssel.
Brüssel-Calais war ja jetzt letztes Mal eine Bahnstrecke mir wert. Aber wir fangen jetzt mal mit Bus an. Paris kriegt sein Depot. Wir stellen einen Manager ein. Weisen ihm alle Fahrzeuge zu. Bessern das hier auch gleich mal ein bisschen auf. Ich würde auch sagen, ich baue in Luxemburg mal noch ein Depot. Weil wenn wir Deutschland mitnehmen, dann ist Luxemburg eigentlich ein ganz gutes Mittelding. Glaube ich. Hier kann ich auch sehen, im vergangenen Monat und gesamt in Grafik. Ah! Ha! Hier kann ich ja mal die mich vergleichen auch mit dem mit der KI. Und es sieht aktuell so aus, als wenn ich beim Einkommen so mit DigiFox aktuell gerade auf bin. Ich erwarte mir aber einen großen Schub nach oben, wenn ich mich hier mal Deutschland rangenommen habe. Was jetzt jeden Moment klappen müsste. Ne, jetzt gehen wieder die Löhne raus. Nein! Oder? Na komm. Bevor bezahlt wird, komm schon. 390 Euronen. Wunderschön. Kann ich jetzt gucken, was es hier so Schönes gibt. Da habe ich zum Beispiel schon Luxemburg-Frankfurt habe ich schon gesehen. Gibt es was Interessantes? Wobei das... Ja. Dortmund-Frankfurt. So ein. Oh ne, der wird nicht voll. Nee. Dortmund hatte doch... Amsterdam. Okay, ja. Das geht klar. Hannover-Hamburg. Da sehe ich doch auch einmal alles. Genauso wie Hannover-Groningen nachher. Ja. Hier den Bus. Was kann ich genau an dem upgraden? Eine höhere Geschwindigkeit. Wisst ihr was? Komm, das versuche ich mal. Jetzt spendiere ich Luxemburg sein Depot. Und sag dem hier, mach mal ein Upgrade. Ach, dafür braucht er gar kein Depot. Okay. Ich weiß nicht, sollte ich mich noch viel mehr auf diese Veranstaltung hier konzentrieren? Weiß ich halt nicht. Uni. Stuggi, wie sie... Oh. Ja, okay. So, wie sieht's aktuell aus? Ich lasse... Nee. Kartoffeltransporte. Ich lasse ein bisschen nach. Ich könnte mal was ganz Sportliches probieren. Dafür muss ich jetzt nur Geld rankriegen. Weil da würde ich ganz gerne, ich sag mal, den hier verwenden. 120, das kriege ich ja wohl gleich hin. So. Woran liegt es? An der Geschwindigkeit. Ich kann dem eine etwas erhöhte Geschwindigkeit bieten. Für 20.000. Das Geld habe ich gerade nicht, aber okay. Und wie viel gibt es? Gibt aber 10.000. Fährt zweimal hin und her und der hat das Geld reingemacht. Fürs Upgrade. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, ich muss mich einfach trauen, längere Strecken zu machen. Wollen wir mal sehen, was mehr Kapazität sagt. Vielleicht reicht es ja trotzdem. So, wir kaufen jetzt gleich auch mal die Lizenz zum Ding kaufen. Weil das ist ja eigentlich unser Ziel.
Und ich könnte mal anfangen, gucken, was es an spannenden Personenverbindungen per Zug gibt. Weil ich verstehe den Appeal wirklich nicht, Züge zu kaufen, weil Züge, guck mal, 140 hat 80 Kapazität. Ich so, meh, vom Komfort, also, ja, ist ganz in Ordnung vom Komfort her. Aber wir gucken bei den Bussen, wir haben hier einen Bus. Ja, okay, der hat 36 Kapazität. Naja, okay. Stuttgart, Amsterdam. Sag mal, klappt das? Das klappt. Fast gut. Was gibt's für ein Upgrade? Es gibt höhere Haltbarkeit. 30.000. Was wollen die Leute? Die wollen mehr Geschwindigkeit. Geschwindigkeit kann ich denen geben. Höhere Geschwindigkeit. Ich hab nur das... Heia! Geld nicht dafür. Gerade. Und eine erhöhte Kapazität dann. Mehr Geschwindigkeit kommen auch mehr. Hui, hui, hui. Ja gut. Hab ich gesagt. Dann gebe ich dem Zug mehr Geschwindigkeit und dafür setze ich den Preis einfach hoch. Erstmal. So, dann gebe ich der Strecke hier gleich noch einen Zug. Und ich hoffe, wie läuft es eigentlich gerade so? Ah, ja. Nicht ganz prickelnd, aber okay. Ich kann mithalten mit der KI. Also ich halte es für realistisch jetzt, dass diese Runde etwas wird. Wenn ich jetzt noch wirklich schöne, lange Bahnstrecken finde, kann ich nicht irgendwie nur die Städte einblenden, die eine Bahnverbindung haben. Das wäre noch ganz nett, weil... Ja. Also es gibt schon ein paar sehr komische langen Verbindungen, die man machen kann. Guck mal da, Newcastle. Von München nach Newcastle. Also wenn da ernsthaft einer mitfahren würde. Der Zug bringt ja 1 Million gleich rein. Sobald... Guck dir mal die Strecke an. Vor allem, warum Newcastle? Na gut. Also ich reg mich mal nicht drüber auf. Das wundert mich halt nur. Wie sieht es hier im Inneren aus? Ja, guck mal. Hier sowas wie London, Norwich. Das funktioniert ja auch ganz gut. Ich warte jetzt nur, um das Geld reinzukriegen, um hier Berlin-Ding zu bauen. Weil das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Ob da ernsthaft Leute mitfahren oder ob denen das zu lang ist wegen der Geschwindigkeit und wie viel das reinbringt. Ich sehe es zwar schon kommen bei meinem Glück, dass das null rein, also dass da null Leute mitfahren, weil so eine Strecke, holy moly. Aber ich wurde ja schon öfters überrascht. Nope. Okay. Also es hätte mich jetzt auch ernsthaft krass gewundert, wenn. Ja, dann haben wir noch was anderes. Oder ich schicke ihn auf eine Linie mit München. Mal sehen, ob die Leute da eher. Ich meine, man weiß ja nie. Bitte fang hier an. Wir nehmen 27 Leute mit. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Die lange Strecke sind nur 27 Leute, aber...
Hat der nur... Hat der nichts eingebracht? Sind die Leute unzufrieden und wollen ihr Geld zurück, oder was? Also, ich kann es verstehen, dass die Geschwindigkeit echt mies ist. Ach, lol. Okay, wenn die Leute unzufrieden sind, zahlen die ernsthaft nichts. Naja, fahr da sofort hin, die 2000 Euro ist okay. Nicht das erhoffte Geld, aber okay. Ja, dann mache ich hier London Hull, ne? London Hull. Hull, Hull. Ich meine, das Geld habe ich. Auf jeden Fall. Wir sind so gut wie auf der Zielgeraden jetzt. Von dem her. Warten. Mal ganz kurz die Statistiken checken. Guck mal. Die gehen hier, ihre Anzahl an Fahrzeugen geht halt exponentiell nach oben. Die haben aber auch, also ich habe hier Frankreich, Deutschland so ein bisschen. Die haben halt und also die haben deutlich mehr Gebiete. Nichtsdestotrotz, dank, dass es eine einfache KI ist, sollte es wohl reichen, um jetzt die Millionen zu kriegen. Und wir haben 4 Züge. Von dem her haben wir jetzt unser Ziel erreicht. Na? So. Ziel erreicht. Wunderbar. Ich denke mal, das hat jetzt auch nur geklappt, weil es wirklich eine einfache KI ist und die nicht Vollgas gibt. Wenn wir gucken, hier unser Vermögen, unsere Fahrzeuge, was wir transportiert haben, das ist echt irgendwie wenig im Vergleich. Ja, auf jeden Fall, es hat gereicht. Danke, einfache KI. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme die nächste Folge gleich im Anschluss an. Tschüss.